Willkommen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Wir melden uns aus einem Stadion, in dem es zurzeit doch ziemlich stark regnet. Es ist ein nasser Abend. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Nationalmannschaftstestspiel. Norwegen gegen Wales. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Torwart ist Rune Jahrstein. Martin Ødegaard steht zusammen mit Mohamed El-Younoussi auf den Flügelpositionen. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Startaufstellung der Gäste. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Anpfiff und los geht's. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Brooks. Ballverlust. In der Defensive holen sie sich da also den Ball. Sie bringen den hohen Ball. Da wäre jetzt Platz. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Gute Hereingabe, der Abschluss nicht. Connor Roberts. Brooks. Schöner Pass. Ball an den langen Pfosten. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Martin Ødegaard. Und es gibt natürlich Einwurf. Brooks. Bale mit Zug zum Tor. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Sie müssen schneller den Abschluss suchen. Erling Haaland.
Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Connor Roberts. Bale ist am Ball. Brooks. Daniel James. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Erling Haaland. Ja, guter Pass. Er verhindert die Flanke. Weiter geht es mit einem Einwurf. Gute Aktion. Macht er das Tor. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Es steht 0-0, beide sehr, sehr ausgeglichen, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt mal mehr riskiert, mehr in die Offensive geht. Jetzt der Ballverlust. Sander Berge. Sie verlieren den Ball. Guter Pass jetzt. Das könnte die Gelegenheit geben. Jetzt Ramsey. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Ecke in den Strafraum. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Bale. Schöne Aktion. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so ein wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Sauber vom Ball getrennt hier. Keine Tore bisher, also für den normalen Fan war es ein bisschen mau. Der Trainer dürfte zufrieden sein, oder? Ja, ich glaube schon. Also zumindest was das Defensivverhalten angeht. Jetzt schauen wir mal, ob sie sich offensiv ein bisschen mehr trauen im zweiten Abschnitt. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. Jetzt Ramsey. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Super Aktion, gut geklärt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Die Gäste werden wechseln. Der Ballverlust. Daniel James. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Er blockt die Hereingabe ab. Es gibt Einwurf. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Bale am langen Pfosten. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. King.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Sander Berge. Erling Haaland. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Da zieht er ab. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es ja am Ergebnis. Wir sehen es an diesem Spielstand. Man muss seine Überlegenheit auf dem Papier auch in Chancen und in Tore umsetzen. Sonst macht man es sich selbst schwer. Und das erleben sie heute. Ball bei Bale. Und nun Ramsey. Guter Pass jetzt. Jetzt könnte er flanken. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Connor Roberts. Bale ist am Ball. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Gareth Bale. Der Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Martin Ødegaard. King. Wieder der Ballverlust. Ramsey jetzt am Ball. Ja, könnte was werden. Ramsey. Bale. Sieht gefährlich aus. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. So, jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Es gibt die Ecke. Der Ball kommt rein. Vorne jetzt die Balleroberung. Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Anpfiff.